Als die Sonne über der Küste Griechenlands aufgeht, landet das Euronews Roadtrip-Team nach einer 8-stündigen Bootsfahrt in Igoumenitsa an. Die Wirtschaft dieser verschlafenen Küstenstadt mit rund 25.000 Einwohnern konzentriert sich hauptsächlich auf den Hafen, der als westliches Tor Griechenlands gilt. Wie ich von meiner griechischen Kollegin Faye Dalgiri erfahre, ist die Region außerdem für ihr unberechenbares Wetter bekannt. Hallo Faye, hallo Brian, schön dich zu sehen. Freut mich auch dich zu sehen, willkommen in Griechenland. Danke, nicht gerade das Wetter, das ich erwartet habe. Ja, aber das ist schon zu erwarten hier im Westen Griechenlands. Hoffen wir also auf besseres Wetter. Wir werden unseren Roadtrip von Westgriechenland nach Ostgriechenland fortsetzen und mit vielen Leuten über ihre Meinung zu den Europawahlen sprechen. Was glauben Sie, was werden wir hauptsächlich von den Leuten hören? Wir werden sicher viel Kritik an der Syriza-Regierung hören. Wie Sie wissen, ist das eigentlich eine linke Regierung. Und doch haben sie die harten Vorgaben der EU umgesetzt. Es gab viele Sparmaßnahmen. Das ist ein Thema. Ein weiteres Thema ist natürlich der Namensstreit mit dem Nachbarland Nordmazedonien. Dort im Norden gibt es verhärtete Positionen. Das sind sehr wichtige Themen. Wenn man Griechenland hört, denkt man automatisch auch an die Krise. Wir wissen, dass die internationalen Institutionen sagen, dass die Krise seit dem vergangenen Jahr offiziell vorbei ist. Glauben Sie, dass die Menschen das auch so sehen? Offiziell befinden wir uns in der Zeit nach der Rettung. Die Zahlen sehen sehr viel besser aus, aber die Leute erleben häufig etwas anderes. Sie sehen keine positiven Veränderungen in ihrem täglichen Leben. Wir werden mit Ihnen über all diese Themen sprechen, über Arbeitslosigkeit, Auswanderung von jungen Talenten und all die Fragen, die Sie beschäftigen. Okay, es ist also Zeit, das rote Sofa aufzustellen. Trotz einiger Verbesserungen leidet Griechenland immer noch unter der Wirtschaftskrise, die das Land bis ins Mark erschüttert hat. Die Arbeitslosenquote ist die höchste in Europa. Die Gehälter und Renten wurden stark gekürzt. Die optimistischsten Analysten sagen, dass es noch Jahre dauern wird, bis Griechenland wieder einen Lebensstandard wie vor der Krisenzeit erreichen wird. Wenn wir aus der Krise heraus wären, dann wären wir wieder zur Normalität zurückgekehrt. Und wenn wir von Normalität sprechen, dann meinen wir die Zeit vor den Rettungsaktionen. Die meisten Unternehmen bekommen heute keine Kredite von den Banken. Wir befinden uns also wirtschaftlich nicht nur nicht vor der Zeit der Rettung, sondern wir leben weiterhin unter den Bedingungen der Rettung. Die Krise hat meine Generation geprägt, mein Leben. Viele in meinem Alter sagen, oh mein Gott, ich kann keinen Job finden, um meine Familie zu unterstützen, nicht einmal mich selbst. Viele junge Leute gehen. Es gibt Hoffnung. Wir sollten uns auf die neue Generation konzentrieren, die in Griechenland bleiben muss und die das Land stärken kann in Bezug auf Beschäftigung, Wachstum, Innovation und Technologie. Es gibt einige Menschen, die die Europäische Union unterstützen, aber sie sind der Meinung, dass die EU ihren Kurs ändern muss, dass sie ihren konservativen Kurs verlassen und eine fortschrittlichere Politik machen sollte. Die Arbeitslosenquote ist hoch, die Jugendarbeitslosigkeit noch höher. 40% der jungen Griechen können keinen Job finden. Das Land zu verlassen ist oft mehr eine Notwendigkeit als eine Wahl. Tausende Absolventen leben heute in anderen EU-Mitgliedstaaten. Und was halten Sie von diesen Interviews? Ich denke, dass sich die Menschen in einer Sache einig sind. Und zwar, dass die Krise in Griechenland noch nicht vorbei ist. Aber lassen Sie uns mit noch mehr Menschen sprechen. Ja, genau. Und als nächstes fahren wir nach Metsovo.